Dass nach zween Tagen Osten wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten in Form in den Palast des hohen Priesters, der da ist Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, wir kommen, das Gerne kommt, das Gerne des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und Großes auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da dann seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Was willen diese Wunder zu noch zu und zu noch zu und zu? Dieses fromme
In der Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von denen an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
Thank you.
sprach. Er mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten, des Menschen Sohn geht nach dahin, wie von ihm geschrieben steht. Doch wehe dem Menschen, wird welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest, Jesus das Brot dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Thank you.
Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Hirte werden sich zerstreuen. Aber aufstehe, will ich vor euch hingehen in die Galiläa. Alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe dir Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen? Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Dorthin gehe und hin.
sich Petrum und die zwei Söhne Zebedei und fingen zu trauern und zu sagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine bleibet hier und wachet mit mir. O Schmerz, ihr Tiefen ausgequälte, wie bleicht sein Angesicht? Was ist ihm uns auf Erden? Die Richte führt ihn vor Gericht. Da ist kein Trost, kein Helfen nicht. Ich will bei meinem Jesu wachen. Ich will bei meinem Jesu wachen. Bei meinem Jesu wachen.
schenket seine Seele. Meinen Tod, meinen Tod, bis es seine Seele nur, sein Traum. Ein wenig fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Bitterkeit zu trinken, in welchen
Sünden dieser Welt genossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnt
könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlaf. Und er ließ sie und ging aber mal hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seiner Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sinne Hände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen. Siehe, hier ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, und den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werden, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Thank you.
all aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihn ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Strecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass mir zuschickte mehr denn 12 Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muss also gehen. Sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fallen. Bin ich noch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllt würden die Schriften der Propheten. Thank you.
Mägdelin zu den hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und saßte sich bei die Knechte, auf das er sah, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchte falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten. Und funden keines. Antwortest du nicht zu dem, was diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Mein Jesus schwankt zu falschen Lügen stille. O Brust, damit zu zeigen, dass sein Erbarmes vollen Wille vor uns zum Leiden sei. Dass wir in der gleichen Pein ihm sollen ähnlich sein und in Verfolgung stille schweigen. Thank you.
stechen, falsche Zungen stechen. Geduld, Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen, falsche Zungen stechen. Schuld, leid ich wieder meine Schuld. Schimpf und Spott, leid ich Schimpf und Spott. Also mag der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Also mag der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Schimpf und Spott, also mag die liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Geduld, Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen, Geduld, Geduld, Geduld. Antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gottesschwester ungeheiratet, was winket euch? Sie antworteten und sprachen: und schlugen ihn mit Fäusten.
mich aber schlugen ins Angesicht und sprachen: aus draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Du warst doch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Diese war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber an und schwor dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petru: Da hoben an sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne das Menschen nicht.
und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und immer entfurteten ihn den Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldige Blut verraten habe. Sie sprachen: thank you.
brauchten einem Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genannt der Blutacker bis auf dem heutigen Tag. Da ist erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht. Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt war der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben einen Töpfersacker, was mir den Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst's. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen von anderen, mir hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wolltet ihr, dass ich euch losgebe? Barabbam oder Jesu? Und ihm gesaget wird, er sei Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Nein beantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen in diesem Gerichte? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredete das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien?
den ich euch soll losgeben. Sie sprachen. Pilatus sprach zu ihnen. Was soll ich denn machen mit Jesu? Von dem gesagt wird, er sei Christus. Sie sprachen alle. Thank you.
aber noch mehr und sprachen: Das ist doch Getümmer ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Thank you.
Kriegsnächte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine goldene Krone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Zogen sie ihn den Mantel aus und zogen ihn seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene, mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich will ihn uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen. Thank you.
das Kreuz. Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer hin. Komm, süßes Kreuz, komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer her. Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer her. Thank you.
als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha. Das ist verdeutscht, Herrstedt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischen. Und da er schmeckte, wollte es nicht trinken. Da sie ihn einmal gekreuziget hatten, teilten sie seine Leiden und wurfen das Los darum, auf das erfüllet wird, was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen alle und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Yeah.
Aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Da lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und fühlete ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen:
Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber täten sich auf und stunden auf ihre Heime der Heiligen wieder schrien und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die Beine waren und bewahrten Jesus, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah. Erschranken sie sehr und sprachen: Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedee. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war, zu Pilato und bat ihm um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn geben. Am Abend, da es kühle war, ward Adams Fallen offenbar. Am Abend rücket in der Heiland nieder. Am Abend kam die Taube wieder und trug ein Alblatt in dem Munde. O schöne Zeit, o Abendstunde, der Friedensschluss ist nun mit Gott gemacht, denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht. Sein Leichnam kömmt zur Ruh. Ach, liebe Seele, bitte du, geh, lasse dir den Toten Jesus schenken. O heiser Mess, o köstlichs Angedenken. Thank you.
lassen in einen Fels bauen
und wälzete eine große Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber alte Maria Magdalena und die andere Maria, die setzte sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folgt nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: das Grab mit Hüten und versiegelt.